bin's, das Kätchen. Und das ist der Trappensee. Ein romantischer Ort in Heilbronn, erstmals im 16. Jahrhundert erwähnt. Zunächst wurde der See nach seinem Besitzer, Bürgermeister Philipp Ort, Ortensee genannt. Später, unter Bürgermeister Ludwig Trapp, wurde er zum Trappensee. Ihr erkennt das Muster. Das Schlösschen wurde vom niederländischen Admiral Heinrich August von Kinkel zur heutigen Form umgebaut. Später gehörte es der Klussbrauerei, die auch eine Schankhalle errichtete. Daraus wurde die Trappensee-Gaststätte mit Biergarten. Im Schlösschen befindet sich das Literaturhaus Heilbronn mit Lesungen, Vorträgen und Ausstellungen.